Seit dem 16. Oktober können Besucherinnen der Stadt Leipzig den umgebauten Seecontainer mit einer Ausstellung auf dem Nikolaikirchhof besichtigen. Die Blackbox Heimerziehung beleuchtet die ideologischen Hintergründe sozialistischer Umerziehung des DDR-Heimsystems. Die Folgen der über 40 Jahren erfolgten Umerziehung reichen bis in die Gegenwart. Die Erinnerungen ehemaliger Heimkinder stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Nun, ich mache das ja nur schon seit 2010, ja, also als Zeitzeuge arbeiten. Die Blackbox ist ja jetzt erst entstanden und es ist eigentlich eine Weiterführung der Arbeit als Zeitzeuge. Nicht nur mich als Zeitzeuge, sondern es gibt ja noch andere Zeitzeugen. Aber das haben wir uns sehr gewünscht, dass wir eben mit etwas rausgehen können. In Torgau selbst, in der Gedenkstätte, gibt es ja eine große prämierte Ausstellung. Und das ist jetzt praktisch der Schritt nach draußen und hilft uns als ehemalige Heimkinder ungemein. Der Seecontainer und die Ausstellung wirken erst einmal sehr klein. Aber bei genauerem Betrachten verbirgt sich darin viel mehr. So entstand mit dem Zeitzeugen Alexander Müller ein Kurzfilm, der zurzeit auf Festivals tourt. Des Weiteren gelangt man durch einen QR-Code in eine digitale Blackbox, welche dieses Jahr sogar mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde. Noch bis zum 14. November ist die Ausstellung Montag bis Samstag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.